Rheinländer. Ich freue mich, hier heute in meiner Heimatstadt vor Ihnen sprechen zu dürfen. Nachdem die nationale Opposition im vergangenen Jahr in Wolgast und in diesem Jahr bereits in Güstrow gegen Asylmissbrauch und Asylantenheime auf die Straße gegangen ist, stehen wir nun heute hier in Friedland, weil die verantwortlichen Politiker in Schwerin und Berlin noch immer nicht gerafft haben, nach dem Wohle des deutschen Volkes zu handeln. In Friedland sorgte nämlich der CDU-Stadtvertreter Daniel Jakobasch mit dubiosen Vorschlägen für Aufsehen, als er eine sogenannte Umzugsprämie ins Spiel brachte, um komplette Wohnaufgänge für Asylanten frei zu bekommen. Anders als bei der Zwangsumsiedlung im vorpommerschen Wolgast, als dort vor einem Jahr deutsche Bewohner binnen kürzester Zeit zum Ausgang quasi genötigt wurden, wollte man in Friedland neue Wege gehen. Unter dem Deckmantel der Zuschussfinanzierung sollten die Bürger freiwillig umziehen. Also eine Art Humanevakuierung, Umsiedlungsaktion für Deutsche im eigenen Land. Auch die Aussage, dass angeblich im alten Asylantenheim hier in Friedland, im Bauersheimer Weg, das 2005 geschlossen wurde, alles mit Friede, Freude, Eierkuchen zuging und die Friedländer ja einen sehr fulminanten Umgang hatten mit diesen Asylanten, was von dem Bürgermeister Wilfried Block hier allseits verlautbart wurde, ist blanker Hohn. Warum erzählt der Bürgermeister nicht, wie es hier vor Ort war? Wieso werden die Diebstähle und Einbrüche ausländischer Umtriebe verschwiegen? Warum verheimlicht oder beschönigt man teils ethnische Konflikte mit Asylanten oder sogar mit Einheimischen? Viele Friedländer wissen, wovon ich rede, und sie haben diese Erinnerung noch ganz klar vor Augen. Auf eine Wiederholung dieser Zustände können wir gerne verzichten. Werte Kameraden und Friedländer, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Es sind heute hier nach Friedland sehr viele gekommen, die dem Befehl des Gewissens gefolgt sind und sich stark machen für die eigene Heimat, das eigene Volk und für die Zukunft unserer Kinder. Es sind aber auch ganz viele Pfeifen heute hier nach Friedland gekommen, die kein Gewissen und keine Verantwortung haben, die sich in Ekstase klopfen, wenn sie dort ein Straßenschild sehen und mit einem Löffel oder einem ähnlichen Gegenstand dagegen klopfen dürfen. All jene sind noch blind, aber auch sie werden eines Tages erkennen müssen, was sich in unserer Heimat vollzieht. Im Berliner Bezirk Reinickendorf soll ein Altenheim geräumt werden. An den Schwächsten unseres Volkes, diejenigen, die ihre letzte Zufluchtsstätte in diesem Altenheim gefunden haben und einfach ihre letzten Lebenstage genießen wollen. Auf diesen Menschen, die den Krieg erlebt haben, soll nun rumgeritten werden. Sie sollen ihre letzte Heimat im Heim verlieren. Dafür, dass Asylanten sich in diesen modernisierten Heimen breit machen können. Das ist der nächste Punkt und das hat nichts mit sozialer Gerechtigkeit zu tun. Wenn ihr diese Asylbewerber, die gar kein Asylbewerber sind, so gern habt, warum kommt ihr nicht für ihre Kosten mit eurem privaten Geld auf und nehmt sie doch in privaten Wohnungen mit und kommt für alles dafür auf, was diese Menschen an Straftaten und finanziellen Ressourcen kostet? Ich sage Nein zum Heim und wir wollen keine Asylantenheime. Danke. Heute hören wir nur den roten Pöbel sich in Ekstase versetzend mit dem Satz, ganz ihrem Niveau entsprechend, halt die Fresse. Mit diesem Gebrülle, halt die Fresse, kann man eine legitimierte nationale Opposition nicht
mundtot machen. Wir haben hier vorhin beeindruckende Szenen erlebt auf unserem Marsch. Leute, die sich nicht einschüchtern ließen und eben über Zivilcourage verfügten, haben sich bei uns eingereiht, applaudiert und unseren jungen Kämpferinnen und Kämpfer ein Rückgrat gestärkt, das ich heute in dieser Form hier gar nicht so deutlich erwartet hatte. Wir sind heute nicht das letzte Mal hier auf der Straße an diesem Ort erschienen. Und ich verspreche im Namen aller Aktivisten des nationalen Widerstands, dass die Bevölkerung in dieser Stadt nur einen zuverlässigen, politischen Arm im Kampf gegen die Überfremdung hat. Das sind nicht die Grünen und schon gar nicht die roten Kommunisten von vorgestern, sondern das ist die NPD als legitimer politischer Faktor in diesem Lande. Möge das den CDU-Leuten gefallen oder nicht. In diesem Sinne bedanke ich mich für die große Unterstützung in den letzten Tagen, die uns zuteil wurde aus den Reihen ganz unpolitischer Leute. Ich bedanke mich für das konsequente Eingreifen der Polizei gegen Störer und gewaltbereite Idioten und sage Deutschland, Glück auf! Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.